Und willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind mal wieder bei F1 2016. Diesmal der große Preis von Bahrain. So, wie ihr seht, haben wir schon die Rennziele bekommen. Schließe das Rennen auf dem 17. Platz oder besser ab. Und wir sollen mal wieder gegen Daniel Ricciardo anstinken, gegen den wir keine Chance haben. Das Qualifying habe ich hier immer schon absolviert und ich war mega überrascht, was da passiert ist. Ziel war der 21. Platz und man glaubt es kaum, wir haben den 17. Platz geschafft. Wuhu! Also, Wahnsinn. Hätte ich niemals erwartet. Okay, Strecke kann ich auch sehr gut, muss ich sagen. Die liegt mir. Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf das Rennen. Waren wir im zweiten Qualifying sogar auf Platz 3, 2 oder 3, eins von beiden. Jedenfalls, von den 5 war es, glaube ich, Platz 5. Jedenfalls auch extrem weit vorne, also Platz 7 völlig okay. Ich bin sehr gespannt aufs Rennen. Mal gucken, wie das so abläuft. Ich hoffe gut, ohne Berührung, ohne alles. Aber wir haben ja im letzten vergangenen Rennen gesehen, wie das so laufen kann. So, wir forschen aktuell auch wieder ein bisschen. Und zwar das Chassisgewicht ist auch kurz vor Schluss. Wir sind leider immer noch das letzte Team von der Performance her. Was mich umso mehr überrascht, dass wir überhaupt mit Mercedes und Ferrari ansatzweise mithalten können. Oder Red Bull. Das war schon echt cool. Also wir waren nicht weit entfernt von der Topzeit, als wir kurz vor Kimi waren. Ja, das hat Ferrari davon. Haben sie mich ja gekündigt. Und jetzt machen wir sie Platz mit sauber. Ich würde sagen, wir gehen zum Rennen. Viel Spaß. Wieder hebt sich der Vorhang für die Bühne in Sakhir, während sich die Schauspieler auf den ersten Akt vorbereiten. Werden sie uns so wie damals 2014 fesseln, als sich Nico Rosberg und Lewis Hamilton eine gigantische Schlacht lieferten? Wir werden es in Kürze erfahren, hier in Bahrain. Die Formel 1 kehrt heute zu dieser spektakulären Strecke mit 5,4 Kilometer Länge mitten in der Wüste zurück. 15 Kurven bieten viele Überholmöglichkeiten und die zwei DRS-Zonen helfen dabei mit. Es könnte uns daher ein strategisches Rennen in Sakhir erwarten, denn hier leiden erfahrungsgemäß die Hinterreifen extrem. Es wird also darauf ankommen, wie die Fahrer ihre Reifen managen können. Auch heute werde ich wieder von niemand anderem als Stefan Römer begleitet. Zwischen den Grand Prix passiert natürlich einiges, was die Entwicklungsarbeit der Autos angeht. Du weißt sehr viel darüber, wie Testfahrer und Rennfahrer zu Werke gehen. Wo liegen denn da die Unterschiede? Interessante Frage. Es handelt sich hierbei um zwei grundlegend verschiedene Einstellungen. Damals legte man noch 15.000 Kilometer beim Testen in einer Saison zurück. Es ging mehr darum, für das Team zu arbeiten, das Auto- und Fahrverhalten so systematisch wie möglich zu verbessern. So konnten die Daten am konsistentesten analysiert werden. Wenn man jedoch kurz vor dem Rennen steht, denkt man als Fahrer nur daran, wie man das Beste aus dem Tag herausholen kann. Das Auto ist dann das Mittel, um dieses Ziel zu erfüllen. Okay, wir waren im Qualifying besser als gedacht. Mal sehen, ob wir im Rennen genauso gut abschneiden. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Kimi Räikkönen startet heute von der Pole Position. Und daneben auf P2 steht Sebastian Vettel. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Hamilton, Max Verstappen und Rosberg. Ein Sauber, Sainz Junior, Gutierrez und Nico Hülkenberg. Quert, Alonso, Romain Grosjean und Wehrlein. Perez, Bottas, Rio Hayanto und Jensen Button. Magnussen und Palmer. Markus Eriksson und Felipe Massa vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, schauen wir uns mal die Rennstrategie an. So, wir haben ein drei Boxenstops. So, oder vier.
Ja. Stops verringern. Ja, was machen wir denn mal da? Ich würde sagen, 3 Boxenstops, das reicht auch schon völlig aus. 4 Stück, das ist mir irgendwie von der Anzahl her schon zu viel. Ein Gefühl. Ne, wir bleiben bei 3 Boxenstops und legen los. Jo, ich wünsche euch viel Spaß und mir viel Glück. Start. Da konnte man gleich 2 Plätze gut machen am Start. Sehr gut. Scheiße. Das war nicht gut. Da war ich zu spät auf der Bremse. Zum Glück ist da nichts passiert. Huhu. Sorry Hamilton, aber den habe ich scheinbar auch nicht beeinträchtigt, zum Glück. Das wollte ich natürlich nicht. So, den Start haben wir schon mal überwunden. Das freut mich schon mal sehr. Oh, das war nicht gut. Man kann immer noch nicht fassen, dass wir vorne mithalten können mit dem Sauber. Echt Wahnsinn. Das macht Spaß. That's racing. So, Raycon hat die erste Runde absolviert. Wir haben Topzeit im dritten Sektor. Sehr schön. So, mal gucken, wann der erste Boxenstopp fällt. In 3 Runden geht es auch schon los in die Box. Schon wieder Bestzeit, sehr gut. Das gefällt mir. Teamziel ist 17. Rang, das sieht ja gut aus für uns. Bisher. Hinten noch ein bisschen Luft. Hamilton jagen wir. Bin gespannt, ob da dranbleiben kann. Im Laufe des Rennens. Ja, da muss ich schon meine Top-Zeiten bringen, um da dran zu bleiben. Oh, Rosberg ist hinter uns, ey, Wahnsinn. Das hätte ja auch keiner geglaubt am ersten Rennen, dass Rosberg mal hinter Sauber ist. Mal eben schön im Sauber die schnellste Runde gefahren. Ast rein, geil. Immer noch eine schlechte Runde allerdings. Ich gerade sehe 1,37. Im Training sind wir 1,34 gefahren. Aber auch mit fetter Mischung. Gucken, was hier drin ist. War aber ein bisschen abhängig von der Temperatur und dem Straßenbelag. Von daher mal gucken, was hier noch geht. Ich freue mich erstmal. Ich wollte sagen, ich freue mich erstmal über meinen 5. Platz. Also.
Und Hamilton fährt uns nicht weg, schon mal, ist auch schon mal sehr schön. So, noch alles im grünen Bereich. Kleiner Fehler, scheiße. Hamilton attackiert. Das ist natürlich auch schade. Der ist ziemlich weit hinten, wie das aussieht. Oh, Hamilton hat gerade Ricardo passiert. Das wäre natürlich was, also wenn wir vor Daniel Ricardo hier kommen. Das wäre natürlich Hammer. Nur aufpassen, dass ich mir die Flügel nicht zerhaue, wenn ich attackiere. Wie in den letzten Rennen, wo ich öfter mal den hinten drauf gefahren bin. Lass uns mal überraschen. Ups, scheiße. Oh, wir kriegen DRS, sehr schöne Aktion. Erste Mal im Rennen. Daniel Ricciardo sind wir dran. Bin gespannt, ob er gleich vielleicht schon attackieren kann. Kann er in die Box. Sehr schön. Da haben wir auch Hamilton. Ich werde jetzt auch gleich in die Box fahren, so wie die letzten Male, wo ich das ein bisschen hinausgezögert habe. Bevor die Reifen abbauen. Mal gucken, ob wir auch fett machen die Runde. Schon wieder Sektorbestzeit. So, sieht man es auch schon, die Reifen sind quasi schon am Limit. So, 50% ist schon eine hohe Auslastung. Ablassung meine ich, Auslastung. Deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall an die Box. Jawohl, Jeff. Ich versuche mein Bestes. Oh, Hamilton fährt auch rein. Sehr schön. So, der hat hier sein Box. Sein Crew. So, jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommen wir raus. Schneller Boxenstopp, Jungs. Sehr schön. 2,9 Sekunden. Zack, hinter Hamilton. 1A. Wir werden jetzt ziemlich weit hinten rauskommen, aber das macht nichts. Oh, Raikönen, oh, was machst du denn da? Mann, ach, Arsch, ey. Och, Leute. Oh, Mann, das gibt's doch nicht, ey. Schießen sie mich hier voll ab. Was ist passiert? Oh.
Mann. Oh, tja, da war das Rennen schon wieder vorbei. Ohne Flashback. Ja, zack, Michael Kennern weggedrängt. Und ein anderer kommt von der Seite und um Aufhänger gebrochen. Nee, aber das machen wir nicht mit. Eine schöne Chance zu attackieren. Sehr schön. Für unseren Boxenstopp. Und da sind wir eben sehr gut. Steckt den Verkehr fest. Wir haben noch kein DRS. Na, wir müssen Abstand halten hier. Die beiden müssen eh noch in die Box. Vier Runden haben wir jetzt. Zeit. So, Masse haben wir kassiert. Sehr gut. Und das Button. Der wird aber bestimmt gleich in die Box fahren. Kriegen wir jetzt aber auch mit DRS. Sehr schön. Den haben wir. Scheiße. Das war nicht gut. Habe ich wieder zu sehr auf die MFA geguckt. Standard hier. Hamilton steckt schön im Verkehr fest. Das kommt uns natürlich zugute. Sich bremsen, weil sonst Hamilton fast reingefahren wäre. Die beiden werden bestimmt jetzt reinfahren, ihr Box. Sehr schön, und wir haben Zeit, Hamilton zu attackieren. Hier ist aber echt schnell.
Bam! Hamilton kassiert, Wahnsinn. Ob wir den halten können, das weiß ich noch nicht. Das bezweifle ich. Aber das ist auch nicht das Ziel. Ziel ist WM-Punkte. Und wenn es super läuft, gerne vor Daniel Ricciardo. Aber man sieht es auch, Hamilton klebt mir am Arsch. Der wird jetzt wahrscheinlich vorbeiziehen. Doch nicht. Hätte ich gedacht, hier mit DRS wahrscheinlich. Alonso ist vor uns, der wird wahrscheinlich auch nicht in der Box gewesen sein. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,5 Sekunden. Jetzt kommt er mit mir ran. Ja, Alonso wird jetzt in die Box. Oh, doch nicht. Aber Hamilton wird uns jetzt kassieren, glaube ich. Letzte Runde, sehr gut. Da kommt er. Ah, traut sich nicht. Ja, 20 Sekunden vor Markus. Natürlich unseren Teamkollegen. Natürlich extrem. Aber Alonso müssen wir jetzt auch kriegen können. DRS Hamilton aber auch, glaube ich. Attackiert nicht. Dann können wir uns die Chance haben, Alonso zu kriegen. Jo. Den haben wir. Der wird aber wahrscheinlich jetzt an die Box. Immer noch nicht. Okay, cool. Okay. Da geht's aber ab hinter uns. Das sah gefährlich aus. Scheiße, zu sehr darauf geachtet. Kacke. Ja, zwei Plätze verloren. Fett anmachen. Hinter uns wird auch gedrängelt. Hinter uns ist Rosberg. Keine Geduld. So, kriegen wir schön DRS jetzt hier. Sehr schön. Damit haben wir unseren dritten Platz aktuell wieder. Aber wir müssen ja jetzt an die Box. Gucken, ob Hamilton auch wieder in die Box fährt. Ist man nicht. Puh, also bisher läuft sehr gut für uns, bis auf diesen einen Rückblendenpatzer, den wir nicht verschuldet haben, natürlich. So.
Moment Platz 11. Ja, 14 jetzt. Platz 16 raus, aber das macht nichts. Weil die anderen müssen ja noch in die Box wahrscheinlich demnächst. Ja, andere Reifen, die fahren sich wieder komplett anders. So das Gefühl irgendwie. Noch späterer Bremspunkt. So, bin ich mal gespannt, wo wir gleich rauskommen. Ob überhaupt jemand in die Box fährt. Vor uns auf jeden Fall. In diesem Rennen zumindest für uns kein Gegner. In anderen Rennen schon. Da hatten wir gegen die beiden hier keine Chance. Aber in diesem Rennen geben wir den Ton an. Mal gucken, ob wir hier das schaffen. Ein Platz, denke ich, ist drin. Genau, den haben wir. Oder auch nicht. Dachte, schade. Boah, nein. Machst du denn da? Wo soll ich denn hin, sag mal? Kollege, ein bisschen aufpassen. Alonso ist hinter uns. Der Wagen hinter dir ist wieder auf der Strecke und fährt jetzt mit weichen Reifen. Weiche Reifen auf dem Wagen hinter dir. Oh, mal Kampflinie hier. Machen die anderen ja auch. Bottas und Alonso. Oh, der ist sehr schön. Wir müssen außen fahren, bevor das gleiche passiert. Da hatte ich jetzt nämlich gar keinen Bock drauf. Das war knapp. Das war knapp. Gar nicht, dass er da so früh bremst. Ah, scheiße. Das war nicht gut. Versperren, bin ich verboten. Oh, so hinter uns irgendwas passiert. Okay, das war nur kurz. Okay mit den Reifen. Und auch noch 6 Runden.
zum nächsten Boxenstopp. Wecken. Sind wir wieder auf Platz 10. Wie ihr euch vielleicht erinnert, war Räikkönen auf der Pole. Also entweder sind wir hier super im Rhythmus, oder bei Räikkönen ist auch irgendwas schiefgegangen. Wir werden es in den nächsten Runden erleben. Nächste Runde mal wieder ein bisschen fett machen zum Boxenstopp. So, Vettel scheint noch nicht an der Box gewesen zu sein. Bei 30 Sekunden Vorsprung. Ich glaube nicht, dass wir so schlecht gefahren sind. Hoffe ich mal. Die Curve zu sehr mitgenommen. So, Räikkönen zieht auch ganz schön weg. Aber das ist auch klar, der war über eine Sekunde schneller im Qualifying. Das würde mich jetzt nicht so wundern. Aber wie gesagt, das ist auch nicht unser Ziel. Ziel sind Punkte und dann Ricardo, wenn es ganz geil läuft. So, 4 Runden gemacht bis zum Boxenstopp-Fenster. So, bisher bin ich super zufrieden. Das hätte auch ganz anders laufen können. Wir können schnell zur Runde. Sehr gut, Marco ist ein bisschen aufgeholt. So, Pascal Wehrlein kommen wir auch dichter ran. Diesen Zuge haben wir durch die Boxendurchfahrt auch einen Platz hoch gemacht. Da ist ein Platz 10 oder ein Platz 9. Sehr schön. Das gefällt mir. So, da ist wieder einer an der Box. So, wer dann fährt auch rein. So gut, mit dem. Sehr gerne.
gespannt, wie mein Teamkollege abschneidet in diesem Rennen. Schlecht. Oh Mensch, ich bin hier ganz zufrieden. Raikkonen hauen uns leider ab, aber wie gesagt, das war auch klar. Pelle sind immer noch Platz 1, mega Vorsprung. Okay. Wird wohl auch eine andere Strategie sein. Als mein Teamkollege. Oh geil, Daniel Ricciardo ist hinter uns. Das ist ja cool. Nochmal fett. Wo kommen wir raus? Die kommt da oben. Können wir eine gute Runde fahren? Vielleicht nochmal ein paar Plätze gut zu machen. So, das war nicht mal so schlecht bisher. So, eine Kurve noch und dann haben wir unseren Boxenstopp. Verstappen, okay, der ist direkt vor uns. Das wäre auch cool. So Jungs, jetzt bitte. Guten Boxenstopp. Ah, okay. Das war okay. So, das jetzt hier war als 17. Ah, scheiße. Zwei Plätze gut gemacht auf jeden Fall. 17. Sehr gut. So, umstellen. Okay, vor uns fahren auch Mediums. Könnte sein, dass sie gar nicht in die Box fahren. Fahren müssen, bin ja. So. Wir müssen allerdings mit der Boxenstrategie durch sein. So, wir sind mit unserer Boxenstrategie durch.
müssen es also mit den Reifen ins Ziel schaffen. Die bekriegen sich da, das können wir ausnutzen, sehr gut. Überholmanöver. Die Zettel ist auf jeden Fall richtig gut. Die Zeit wird immer besser, weil der Abstand. Bin sehr gespannt, wie wir rauskommen. Ob wir vielleicht unseren 7. Platz behaupten können. Das wäre schon mal sehr geil. Aber dafür fahre ich im Moment ein bisschen zu unrund. Glaube ich. So das Gefühl, dass der Motor ein bisschen Leistung verloren hat. Fühlt sich zumindest so an. Gut. So, 7 Runden haben wir noch. Sehr schön. Das wäre gut für uns. Das ist gut für uns. Dann sind wir wieder in den Punkten. Vor uns ist Perez. Kommen wir so langsam, aber sicher dicht daran. Schon zu Fälle vergrößert sich. Ist auch nicht schlimm. Sehr schön, 2 Stück in die Box vor uns. Damit haben wir den 8. Platz. Sehr gut. Yes, unsere Startposition wieder erkämpft. Yeah! Das freut mich.
Minimalziel, ja, nicht minimal, sondern gewünschtes Ziel ist erreicht. Also auch wieder einen schnellsten Sektor, sehr schön. Reifen kommen so langsam auf Touren. Erstmal DRS gegen Perez. Sehr schön. Aber das werden wir jetzt noch nicht machen. Wir sind also erstmal dran zu bleiben. Und gleich auf der Geraden. Gleich auf der Geraden werden wir attackieren. Jetzt kommen wir schön ran. Yes, sehr schön. Schön Windschatten, das DRS. Schön, sehr schön. Schönes Ding. Ups. Ein bisschen abgekürzt. Hat nicht viel gebracht. Der Korb war auch nicht beabsichtigt. Oh, jetzt kommt die Perez angeschossen. Er ist aber schnell auf der Bahn. Da sind wir kurz vor Verstappen. Ob Fett Perez uns hier in der DRS-Zone nicht kriegt. Hoffentlich. Und zwar breit. Schön. Ja, schafft er auch nicht. Verstappen. Und Perez wird uns, glaube ich, nicht kriegen. Schnell, der Perez. Das Stappen aber auch. Haben wir noch nicht so richtig ran. Wir sind zwar quasi dran, aber noch nicht im Sekundenfenster. Ich bin mal gespannt, ob wir den sechsten Platz noch verteidigen können. Oh ja, sehr schön. Erstes Mal DRS gegen Verstappen. Oh, das reicht. Oh, sorry. Reicht noch nicht. Ein Patzer ist Perez wieder dran.
Nehmen wir wieder DRS, sehr schön. Das hält uns Perez ein bisschen vom Leib. Wieder DRS kriegen. Sehr schön. Oh, 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 das wird knapp. Ja, wird auch nix. Da ist Perez. Oh, 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 oh. Fährt ihn da fast hinten rein. Da können wir dann profitieren von. Sehr schönes Ding. Oh, noch alles gut mit dem Benzin. Können wir schön fett fahren. Oh, reicht doch. Ist ja auch nur noch eine. So, jetzt bin ich mal gespannt. Den Platz verteidigen können. So, den Schatten raus hier. Aus dem Windschatten raus. So. Soll mal alles geben. Sind auf jeden Fall dran. Nein, nicht jetzt. Scheiße. Letzten Meter, naja, noch ein Patzer. Ja, zum Glück ist Anna jetzt auch nicht so schnell. Das wird noch knifflig. Der Sieger steht schon fest. Schatten raus. So, was müssen wir jetzt eigentlich haben? Yes! Schönes Rennen! Gute Arbeit, du hast dich heute. Puh! Ich glaube, der Chef wird damit sehr zufrieden sein. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihm aufgepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig im Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Da kommen Sie also und steigen aufs Podium. Egal wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze.
sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Sebastian Vettel übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist Sauber, die mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne machen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann. Jawohl, Sauber ist sehr zufrieden, würde ich sagen, mit einem Platz 5. 1A Leistung, man sieht es auch hier, Vettel war auf einer 2-Stopp-Strategie, also ein Stopp weniger als wir, das habe ich mir auch fast gedacht, so viel Vorsprung wie der hatte. So, unser Teamkollege, wo ist der dann? 20 war natürlich ärgerlich. Ja, aber das Sauber ist immer noch das letzte Team, also von daher geht das wohl, denke ich, schon in Ordnung, dass er Platz 20 erreicht hat. Ursprünglich war ja für mich Platz 21 geplant. Also von daher ist es alles okay. So. So sind wir jetzt hier auf Platz 7. Achso, dass die Fahrer wären. Habe ich gerade ein bisschen irritiert, weil großer Preis von Bahrain steht. Alles klar, wir sind hier schön auf den 7. Platz hochgejumpt. Unsere ersten Punkte. Das finde ich natürlich richtig cool. Das fürs Team Sauber natürlich auch gut. Die springen mal schön auf den 5. Platz mit den Punkten. Schönes Ding Sauber. Sehr gut, dann schauen wir uns mal die Punkte an. So, ich habe 2 Plätze gewonnen. Sehr schön, straffrei. Das heißt, wir kriegen 573 Ressourcenpunkte. Das war mal ein schönes Wochenende. Sehr schöne Rivalität werden wir, glaube ich, nicht geschaffen. Genau. Da war natürlich klar, dass Daniel Ricciardo wieder weiter vorne bleibt. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Obwohl er sogar hinter uns war. Das ist ja auch interessant. Krass. Sogar vor ihm gewesen. Aber er war in den 2. und 3. Sektoren schneller. Schade. Aber gut, wie gesagt, rechnen wir sowieso keine Chance aus gegen Red Bull. Das ist noch utopisch. So, wir können jetzt vielleicht Fahrer Nummer 1 werden. Sehr schön. Fahrermeisterschaft bleibt mindestens 10. Über dem Ziel sind wir da. Sehr schön. Das gefällt uns doch. So. Achso, die Karrierepunkte werden sogar addiert, also die von der letzten Saison zählen ja auch mit rein. Und das ist auch sehr interessant. Mhm. Oder? Ja, Karrierepunkte insgesamt. Ja. Genau. Alles klar. Da ist noch das Feuerwerk. So, wie sieht das mit unserem Forschungstrieb? Fortschritt aus. So, kurz vor Ende immer noch. Okay, das wird im nächsten Rennwochenende wahrscheinlich erst richtig bekannt gegeben. Schauen wir mal eben, wo das nächste Rennen stattfindet. Wir befinden uns in China. Hi, ich habe was Interessantes für dich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, wir wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an.
Sehr schön, das Update ist ready. Minus 6 Kilogramm Chassisgewicht wieder, sehr gut. So, damit sind wir in der Rangliste. Sind wir leider immer noch das letzte Team. Schade. So, was können wir denn forschen? Wir können Motorleistung forschen. Bringt mehr als Treibstoffeffizienz. Chassisgewicht bringt natürlich immer enorm. So, Luftwiderstand. Von der Querlenke führt zu weniger Luftwiderstand, um die Aufhängungseinstellung zu beeinflussen. Natürlich jetzt die Frage, machen wir das oder warten wir ab und machen den Motor? Nur Treibstoffeffizienz. Besser die Effizienz. Ja, Treibstoff eigentlich egal. Chassisgewicht. Luftwiderstand. Motor ist nicht viel mehr. Obwohl, knapp das Doppelte. Ja, was nehmen wir denn mal? Oder warten wir ab? Wir machen den Motor. Müssen wir schon so langsam mal ein bisschen rankommen, was die Performance angeht. Ja komm, wir machen den Luftwiderstand. Gut. Alles klar. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich über ein Abo, Like oder Kommentar. Und wie immer wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Video hoffentlich. Ciao.